typografische Dispositive. Und es wird um dieser Stelle um dann schließlich mikro- und makrotypografische Themenstellungen in Bezug auf Textverständnis gehen. Vielen Dank, dass du heute da bist und eingesprungen bist. Die Bühne ist deine. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einleitung. Wie stelle ich mich vor? Ich bin sehr kurzfristig zu der Arbeitsgruppe gestoßen und noch viel kurzfristiger zu der Ehre, jetzt hier vortragend tätig sein zu dürfen. Ich habe das vorgestern Abend erst erfahren. Den Vortrag habe ich bis vorhin um 11 Uhr zusammengezimmert. Ich hoffe, man wird es nicht bemerken. Gestern bei der Podiumsdiskussion haben sich einige Mitglieder ja vorgestellt und auch unter anderem preisgegeben, was ihr typografisches Initialerlebnis war. Das kann ich auch machen. Das war Anfang der 90er, frühes DTP, und ich installierte bei mir auf einer alten Dose ein Grafikprogramm namens CorelDRAW. Es ist immer noch meine Meinung, es war damals schon besser als Freehand und es ist auch immer noch besser als Illustrator. Egal, es ist ziemlich verschwunden. Aber was passierte? Ich hatte auf einmal ein Schriftmenü mit fast 700 Schriften. Jetzt muss man wissen, Anfang der 90er war das eine Schriftmenge, die auch mein Rechner in die Knie zwingen konnte, weil das die Arbeitsspeicher vollkommen vollgestopft hat. Das waren die Zeiten, wo es Schriftverwaltungsprogramme geben musste. Jedenfalls dachte ich, what the hell ist das alles? Was ist das alles für ein Wust an Schriften? Was mache ich damit? Also es ging erstmal um Schriftklassifikation. Jedenfalls hat mich dieses Erlebnis so nachhaltig erschüttert, dass ich dann also, es wurde erwähnt, bei Cornelsen Schulbücher gemacht habe, fast 15 Jahre. Angefangen über das Thema didaktische Typografie habe ich erst später. Und zwar gab es da zwei Erlebnisse. Ich habe an einer Hochschule in Berlin einen Lehrauftrag und unterrichte dort Leute, die später einen visuell darstellenden Beruf ergreifen werden, in Typografie. Vor allen Dingen die Basics, so wie wir es oft gehört haben, Schriftklassifikation, Anmutung von Schriften und so weiter, Gestaltung, Layout. Und ich konnte also je nachdem wie viel das ist, 34, 68 Stunden im Semester, ohne Probleme bestreiten, ohne nur überhaupt ein Wort über didaktische Typografie zu erwähnen. Es schien auch gar nicht nötig zu sein. Andersrum habe ich auch manchmal in anderen Vorträgen und Workshops Lehramtskandidaten vor mir zu sitzen. Die haben ein anderes Erkenntnisinteresse. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich mit diesem Grundlagen-Thematik die gar nicht erreiche. Also ich hoffe, die frühen Auftraggeber, die ich da hatte, kommen jetzt nicht und gehen in Regress. Ich würde es verstehen, weil mir scheint es heute, ich habe oft am Thema vorbeigeredet. Aber das kam mir komisch vor. Warum spielt didaktische Typografie in der Typografie, so wie sie Kommunikationsdesigner interessiert, kaum eine Rolle? Oder andersrum, was muss ich Leuten bieten, die damit mit der Verwendung von Lehrmitteln beschäftigt sind? Was muss ich denn bieten, damit die beurteilen können, ob was typografisch in Ordnung ist? Das war der Anlass, darüber nachzudenken. Mir scheint es, bei jeder Gelegenheit, wo ich wieder darüber nachdenke, hat sich das Thema schon wieder geändert. Einen Zugang möchte ich Ihnen vorstellen, und das ist der über typografische Dispositive. Was ist das? Werde ich erläutern. Typografische Dispositive in der didaktischen Typografie. So, jetzt muss ich mal sehen, was jetzt passiert. Ich zeige Ihnen das mal. Mir ist ungefähr vor 10 Minuten mein Rechner, der Bildschirm, kaputt gegangen. Ich kann jetzt noch nicht ermessen, welche weiteren Schäden das hat. Das müsste jetzt... gut. Ich möchte mal mit einem kurzen Zitat beginnen. Russischer Autor, der sich über wir werden es hören, prägendes Erlebnis aus seiner Kindheit zu Schulbüchern auslässt. An der Wand stapelten sich zerlesene, vollgekritzelte Schulbücher, die durch viele Schülerhände gegangen waren. Heimatsprache, 4. Klasse. Wie sehr hatten wir in unserer Kindheit diese Bücher gehasst?
diese Fragen zum Text, die hervorgehobenen Absätze, überprüfe dich selbst, die vergrößerte, sanfte Schrift, die so rund war wie die Ecken an den Schulbänken, damit sich die Kinder auch ja nicht an ihn verletzten. So, das kommt noch schlimmer, denn wenig später erfährt man, dass der Schulhausmeister die ganzen an der Wand gestapelten Bücher in den Ofen schmeißt, um das Schulhaus zu beheizen. Aus der Passage kann man einiges entnehmen, also die Vertriebsabteilung der Verlage wird es freuen, sofern die Klassensätze neu bestellt werden, wenn der Winter überstanden ist. Interessant ist aber, das ist aus der Erinnerung berichtet, dass der Autor, der zumindest ein kritisches Verhältnis zu Schulbüchern hatte, sich an gestalterische Details erinnern kann. Also bei ihm ist was hängen geblieben. Und man kann zu der Fragestellung kommen, was sind denn solche Details? Was gehört zu didaktischer Typografie dazu? Was sind unsere Erwartungen an einen didaktischen Text? Ein paar Sachen wurden hier genannt. Die These, die ich hier ausbreiten will, ist, dass wir als literalisierte Leser sowas wie Textschemata haben. Es geht also nicht nur um Lesekompetenz, es geht um Textartenkompetenz. Diese Textschemata, das sind die typografischen Dispositive, leisten, dass wir ein Textvorverständnis haben, was einfach die Textwahrnehmung formt. Wir wissen, was wir da erwarten können, wir wissen, wie wir den Text zu lesen haben. Die Textrezeption wird dadurch beeinflusst. Maßgeblich für diese Einspeisung des Begriffs in die typografische Diskussion ist eine Autorin, Susanne Wede, Typografische Kultur. Eine extrem harte Lektüre, aber lohnenswert. Es ist eine Dissertation, aber dort geht es an vielen Stellen um die Funktionsweise, die Wirkungsweise von diesen typografischen Dispositiven. Ich will Ihnen eins zeigen. Das hier, das ist Man Ray in 20er Jahren ohne Titel. Es braucht auch keinen Titel, weil hier einfach Kopfkino abläuft. Das ist ganz unzweifelhaft ein Schema eines Gedichts. So sehen die aus. Wir wissen sofort, was das ist. Und wenn man jetzt weiterdenkt, wissen wir auch, wie wir solche Sachen rezipieren. Was wir da zu erwarten haben an typografischer Form. Es gibt irgendwie eine Überschrift, Strophen, Zweitersatz, so ungefähr. Ich habe vor kurzem entdeckt, das sei ein typografisches Dispositiv. Wir werden gleich noch dazu kommen, was das für ein Begriff ist, welche Weite der haben kann. Ich bin vor kurzem in einem Schulbuch auf dieser Seite auf ein ganz interessantes Fakt gestoßen. Hier geht es also um den Erwerb von Textartenkompetenz. Was ist ein Sachtext? Ich blende mal das Intro aus und fokussiere uns auf den Teil. Das hier. Oben, das sei der Sachtext, Sie sehen am Rand, gibt es Erläuterungen und unten steht, ein Sachtext hat besondere Merkmale, diese informieren mich schon vor dem Lesen über den Inhalt des Textes. Dann kommen einige typografische Funktionen, die man erstmal sehen kann, aber interessant und für uns wesentlich ist eben halt, wir haben hier eine Textform, die es ermöglicht, schon vor dem Lesen Rückschlüsse auf den Inhalt zu ziehen. Und das ist hier kein Gymnasialwerk, das ist fünfte Klasse Hauptschule. Es geht dann auf der nächsten Seite gleich weiter, oben mit dem, ist eine wunderbar didaktisierte Seite, das lassen wir aber. Aber Schritt 1, vor dem Lesen, welche Informationen, also das sind schon mal die Punkte, an denen man einhakt beim Betrachten dieses Textes, die einfach prädestinieren, was einen da erwartet. So, hier geht es also um Sachtexte. Die interessante Frage ist jetzt natürlich, gibt es solche Dispositive auch für Schulbücher? So ähnlich, ich habe mal eins fabriziert auf der Grundlage von einer Seite aus der Lesetypografie von Wilberg Forsmann, aus dem Kapitel ist gestern erwähnt worden, selektierendes Lesen. Das ist reingezoomt. Was hier geschieht, es gibt den
man würde es nennen Autortext oder Moderatorentext, also da, wo die sachliche Information von den Autoren an den Leser transportiert wird, der in die Form eines Schulbuchs gebracht worden ist. Frau Neuhalfen, die hier ist, der wird das bekannt vorkommen, von der stammt das. Forstmann weist doch unten, das habe ich jetzt ausgehört, noch darauf hin. Die interessante Frage ist, oder eine, ob denn aus dem Texten, das ist wirklich ein reiner Autorentext, durch die Form schon ein didaktischer Text wird. Das berührt so ein bisschen das, was Sie auf Ihrer Internetseite haben. Wie kommt die Didaktik in den Text? Sie haben gestern gesagt, also die didaktische Typografie ist da am Obwalten, wo wir halt didaktische Prozesse haben. Und deren Struktur wird halt durch die Typografie visualisiert. Ungefähr richtig? Ja. Es gibt aber noch die andere Sache, dass die Typografie den Text didaktisch macht. Das habe ich entnommen, aus da, wo es um die typografische Figur geht. Da will ich jetzt nicht weiter drüber reden, das wäre aber ein eigenes Thema. Es gibt tatsächlich Autoren, die sagen, okay, wir schon die akkurate typografische Arbeit ist, das ist halt auch Selbstverständnis vieler Typografen, den Text zu strukturieren, den Inhalt sichtbar zu machen, dass das schon alleine Didaktik ist. Damit kommen wir in dem speziellen Fall, was jetzt wirklich didaktische Typografie am Beispiel der Schulbücher ist, nicht weiter. Wenn alles didaktisch ist, muss man auch noch was dazukommen. Aber auf alle Fälle sind hier typografische Merkmale versammelt, die wir doch schon irgendwie zuordnen können. Also es geht also nicht mehr um den schönen einen Textkörper wie bei dem Gedicht. Wir haben ganz offenbar einen vielgestaltigen Text, der portioniert ist. Und diese Portionierung repräsentiert verschiedene Textfunktionen, die jeweils unterschiedliche typografische Merkmale haben. Einspaltigkeit, Zweispaltigkeit, Hinterlegung, Rahmung und so weiter. Das habe ich genommen und das daraus gemacht. Das sei jetzt also das typografische Dispositiv eines didaktischen Textes. So, man kann, wenn man die mal gegenüberstellt, jetzt darüber sich Gedanken machen, wie breit so der Begriff des typografischen Dispositivs sein muss. Das sind ja doch offenbar ganz unterschiedliche Fälle, die unterschiedliche Abstraktionsleistungen eben halt zugrunde legen. Also einmal müssen wir einfach einen diachronen Aspekt berücksichtigen. Die Form von so einem Gedicht ist seit Jahrhunderten fest. Schon die Merseburger Zaubersprüche 800, erstes Zeugnis des Althochdeutschen, sie sehen so aus. Das ist sehr stabil. Diese Stabilität wird didaktische Typografie als Form nicht aufweisen können. Schon brauchen gar nicht lange zurückgehen, da sahen die noch komplett anders aus. Was an typografischem Detail kommt dazu? Links, das Gedicht, kommt ja wirklich ohne weitere Zugaben nur mit den Strichen aus. Rechts haben wir schon sehr viel mehr. Also was darf denn dazukommen, damit es noch so ein Schema ist und nicht schon einfach ein konkreter Fall. Die Autorin Wedel lässt den Punkt ein bisschen offen. Auf alle Fälle schlägt sie sowas vor, dass es ein gradueller Begriff ist. Es können bei einem weiteren Konkretisierungsschritt schon konkrete typografische Merkmale dazukommen. Ihr Beispiel ist da der Dramensatz. Da wissen wir einfach, Regieanweisungen sind kursiv, Sprecherrollen, Kapitelchen, dann gibt es die Einzüge, da reden wir also schon über typografische Details. Hier wird es noch mehr, weil wir halt schon mit Flächen und so weiter, mit grafischen Elementen arbeiten und es kommen dort auch tatsächlich schon Zahlen vor. Ich kann mir schlechterdings kaum didaktische Texte vorstellen, die ohne Aufgaben auskommen und die sind in der Regel gezählt. Das ist aber auch offen und zu prüfen, was denn alles an Merkmalen für didaktische Texte dazukommen kann. Neulich hatte ich mal eine Situation, da saß ich mit meiner Frau in der S-Bahn, in der Sitzgruppe neben mir las jemand ein unverkennbares, war ein Schulbuch und ich habe die Gelegenheit ergriffen, sie zu fragen, guck mal da drüben, das ist ein Schulbuch, was glaubst du, warum du das sofort erkennst? Sie sagte, wie aus der Pistole geschossen, Format, die Abbildung und das Leitsystem. Da hätten wir schon mal was, das kam unvermittelt und schnell und ich habe sie wirklich damit überrumpelt, sie hatte keine Zeit nachzudenken. Gut, also wir haben da mit einem graduellen Begriff zu tun. Ich werde jetzt einfach mal solche Schematisierungen nutzen,
um verschiedene Schulbuchseiten zu betrachten. Nehmen wir das. Ich werde Ihnen das Original zeigen, aber das ist so eine Schematisierung eines Schulbuchs. Sie erinnern sich, gestern an einer oder anderen Stelle in den Vorträgen kamen solche Sachen, wir haben die Seite nicht verstanden, der Aufbau war unklar. Ich denke, hier haben wir so einen Fall. Es sind verschiedene Text- und Bildbestandteile zu erkennen, aber dass hier irgendwas im Argen liegt, sieht man. Man irrt über die Seite, wo geht's los, wo ist Ende, was gehört zusammen. Noch dazu, das können wir also hier mal schon mutmaßen, wird es eine endliche Zahl von Textfunktionen geben. Aber wir sehen, wir haben da also 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Satzbreiten. Und Satzbreiten kann man eben halt wunderbar nutzen, um Textfunktionen eindeutig zu kennzeichnen. Also das ist, hier wird, ohne dass gelesen wird, das ist also ein Punkt, der ist wichtig festzuhalten, schon gesehen, dass hier irgendwas mit dem Zugang zur Seite versperrt ist. So, ich zeige Ihnen hier mal das Original. Das ist aus einem Musikbuch für eine 5. Klasse. Sie sehen also hier das, kann es jetzt nicht zeigen, aber der Autorentext in 1, 2, 3 unterschiedlichen Satzbreiten vorkommt. Die Aufgaben auch. Sie stehen nicht an derselben Stelle. Und ich kann nur an das eine, das eine Regulativ von gestern erinnern, Gleiches gleich behandeln. Das geschieht hier nicht. So, geht also wild durcheinander, man kann es schon sehen. Anders hier, hier ist gut zu sehen, wie einmal eine Sequenzialität, es ist völlig klar, wo geht was los, wie ist die Reihenfolge und was gehört zusammen. Das wird einmal durch typografische Mittel erreicht, also die Position auf der Seite, aber auch durch grafische Mittel, es gibt Zählungen, die Linien markieren schon, was zusammengehört, aber der Faden durch die Seite ist vollkommen klar. Es gibt sowas wie einen erkennbaren Haupttext und nebengeordnete Elemente. Ist auch sofort zu sehen, steht daneben. Funktioniert hier sehr viel besser. Das ist aus einem Gymnasiallehrwerk Deutsch für die 8. Klasse. Ähnlich hier. Kommen zwei Seitentypen nebeneinander, aber rechts sehen Sie, kommt eine Folge von Aufgaben. Die sind einmal als solche identifizierbar durch die hier abstrahierte Zählung. Aber was ein Block ist, ist eben halt durch die unterschiedlichen Einzüge visualisiert. Zu dreien davon gibt es nebengeordnete Elemente, aber es ist ganz klar, dass sie eine marginale Rolle spielen. Gegenüber dem Haupttext. Das ist, habe ich das Original? Das ist Klett, ein Lehrbuch für differenzierende Schulformen, 6. Klasse. Gut. So, wichtig an dem Punkt ist mir, dass wir über diese Seiten und die, sagen wir mal, Verständlichkeit, die Zugänglichkeit der Seiten reden können, ohne dass wir voraussetzen, dass das gelesen worden ist. Es gibt also schon einmal einen vorgelagerten Zugang dazu, der sehr schnell entscheidet, ob wir mit der Seite was anfangen können. Ob es dann inhaltlich, noch nach der inhaltlichen Lektüre anders wird, sei dahingestellt. Aber gestern starke Belege dafür gehört, dass eben halt eine schlechte, das war ein Beispiel der einer Schrifteinrichtung, aber dass eben halt eine schlechte Gestaltung eines Textkörpers überhaupt auch zu einer suboptimalen Rezeption führt. Und das stelle ich hier auch. So, was mir wichtig ist, wir können über solche Seiten reden, ohne mikrotypografisch erstmal darüber zu reden. Mit welcher, jetzt kommen wir zu den, welche andere Brille, typografische Brille setzen wir jetzt mal auf, war ja auch schon ein Stichwort gestern, dann mit der Brille, was natürlich die Sakkaden und Fixationen waren in dem Logo. Welche andere Brille sollen wir denn aufsetzen, wenn wir das beurteilen wollen?
Im Kommunikationsdesign oder Editorial Design gibt es ja erstmal ganz reflexartig, ja, wenn es nicht die Mikrotypografie ist, nehmen wir die Makrotypografie. Okay, können wir machen, gucken wir uns mal an. Wobei ich vorausschicke, dass es mitnichten eindeutig ist, was mit Makrotypografie gemeint ist. Der Aufgabenbereich der Mikrotypografie lässt sich relativ gut eingrenzen, von der Makrotypografie nicht. Das geht schon mal da los, dass im englischsprachigen Raum dieser Begriff gar nicht vorkommt. Die reden von Typography und dann gleich von Layout. Und Layout ist ein ungleich breiterer Begriff. Was ist Makrotypografie jetzt? Welche Phänomene gehören dazu? Sie werden, wenn man das versucht, in der Sekundär- oder in der Literatur herauszufinden, einen Zwischenbereich finden, den die einen mal der Mikrotypografie und den anderen der Makrotypografie zuordnen. Das beginnt bei ganz simplen Dingen wie zum Beispiel Absatzgestaltung, Einzüge und so weiter. Manche rechnen auch, Wortabstände zur Makrotypografie. Also es ist nicht eindeutig, lass es mir auch gerne gefallen, jetzt, dass mir gesagt wird, dass ich hier ein bisschen simplifiziere, aber ich will halt auf ein prägnantes Ergebnis hinaus. Also wir könnten jetzt diese Seiten mal angucken unter makrotypografischer Sicht und zwar, was für ein Raster dahinter liegt. Zugänglichkeit einer Seite hängt ja irgendwie auch mit der Ordnung zusammen und solche Rastersysteme stiften halt, wenn man sie gut anwendet, Ordnung. Das ist das Beispiel des Musikbuchs. Da steckt nicht ein dreispaltiges Raster dahinter, sondern ein sechsspaltiges, findet also Anwendung, hilft aber auch nicht irgendwie, denn die Seite wird dadurch nicht klarer. Anders, auch hier liegt ein Raster dahinter. So, jetzt haben wir gezeigt, wir haben ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Beide sind irgendwie, haben wenigstens ein Spaltenraster. Es scheint also nicht keine hinreichende Bedingung zu sein. Nur, dass ein Raster bemüht wird, schafft nicht Klarheit. Ob es eine notwendige Bedingung ist, sei auch noch dahingestellt. Stelle ich auch dahin, sage erstmal weiter nichts dazu. Wir können noch andere Beispiele sehen, wo es nicht nur um Spalten geht, sondern auch um, ja, wie man sie jetzt nennt, Module, wo also horizontale Segmentierungen eingezogen werden. Also hier ist ein Beispiel aus einem Biologiebuch, Gymnasium, 9. Klasse, der Renner, Schrödel, Biologie, Gymnasium. Hier sehen wir das, also hier steckt sowohl ein Spaltenraster, dahinter auch als jedenfalls eine vertikale Ordnung. Auch auf dieser Seite. So, hier hilft es ganz offenbar, weil wir sehr schön feste Plätze für Text und Bild haben. Jedes Ding hat seinen Ort, da steht es und es trägt einfach dazu bei, dass es sofort zu identifizieren ist. Der Haken an der Sache ist, die wenigsten Schulbücher sehen so aus. Hier weiß ich es, da steckt also auch eine Layouterin dahinter, die dafür einen Sinn hat und die ganz offenbar, sie hat mir nie verraten, wie viele Stunden sie gebraucht hat, die Redakteurin überzeugen konnte, ihr da zu folgen. Aber das lässt sich eben halt nicht generalisieren. Warum? Hier gibt es Bilder und ein Fließtext. Dieser Fließtext, also diese Elemente ermöglichen es sehr gut, dass wir hier dieses Raster bedienen können. Viele Fächer haben das überhaupt nicht. Denken Sie an Mathematikbücher. Die bestehen oft seitenweise nur aus Batterien von Aufgaben, die sich gar nicht so anordnen lassen. Trotzdem kann das Mathematikbuch aber funktionieren. Wir haben auch das Problem der Text-Bild-Zuordnung. So wie das hier gemacht ist, dass sich Text und Bild trennen lassen, das ist in vielen Fächern gar nicht möglich, gerade in den Fremdsprachen. Das Bild wird unterstützend zu einer Aufgabenstellung eingesetzt und muss an der Stelle stehen. Und das, klar, da werden halt Bilder, Grafiken auch als Füllmaterial benutzt. Der Text ist da, wird ungern gekürzt. Jetzt gucken wir mal, wie klein wir die Abbildung kriegen, die Abbildung oder Abbildungen, um die auf die Seite zu kriegen. Also die Text-Bild-Zuordnung lässt sich häufig gar nicht so machen. Und sie lässt sich, was ich sagen wollte, es gibt halt Text, da muss die Abbildung direkt zum zugehörigen Text. So, es sieht also nicht besonders gut aus damit mit der Makrotypografie.
Um die Zugänglichkeit zu einer Seite zu beurteilen, brauchen wir die Mikrotypografie nicht. Makrotypografie kann helfen, muss sie aber nicht und vielleicht ist sie auch gar nicht notwendig. So, also was wir irgendwie brauchen, ist, da wir gut über die Seiten trotzdem reden können, einen erweiterten Lesbarkeitsbegriff. Es gibt einmal den engen mikrotypografischen Begriff, um den im engeren und weiteren Sinn ist es in vielen der vorangegangenen Beiträge gegangen. Interessant ist, hier kann man zur Kenntnis nehmen, es sind Definitionen, was denn Lesbarkeit ist, aus der Sicht der Teilnehmer im Wettbewerb Schönste Bücher, Stiftung Buchkunst. Hier ist also einer ausgewählt, sind zwei ausgewählt, wie würden Sie den Begriff Lesbarkeit definieren? Rechts Schriftwahl, A, eindeutige Ausformung der Einzelbuchstaben, also der Schriftentwurf an sich, B, nicht zu feine Unterschiede, ja, also Strichstärkenkontrast gehört auch zum Schriftentwurf, Zurichtung der Schrift, Abstände zwischen den Einzelbuchstaben, also Zeichenabstand und weiter unten kommt dann halt Wortabstand, Zeilenabstand, Satzbreite. Das sind ganz klar die engen mikrotypografischen Parameter. Und fast alle befragten Juroren antworten, das ist eine sehr konzise Antwort, in diesem Sinne. Aber wie gesagt, wir konnten diese Seitenschemata betrachten, ohne überhaupt irgendwie mikrotypografisch argumentieren zu müssen. Da muss also was dazukommen. Ich habe mich mal hier bemüht, eine Autorin, die zu den wenigen gehört, die sich zu didaktischer Typografie geäußert haben, ist eine Dissertation, sehr ausufernd. Nach der Lektüre fragt man sich, wo hat es nur hingeführt? Aber immerhin, das Zitat habe ich übernommen, Teil 1, Typografie, beschäftigt sich mit der optimalen visuellen Aufbreitung von Schriftzeichen, Wortbildern und Texten. Ich habe das mit den Wortbildern jetzt hier genommen. Ich selber halte den Begriff Wortbild für echt problematisch. Aber jetzt kommt es nicht umsonst, gibt es im klassischen typografischen Regelwerk das Lesbarkeitspostulat als zentrales Prinzip. Jetzt haben wir aber gesehen, dass wir Seiten sehr kritisch beurteilen können, ohne überhaupt nur über Lesbarkeit in diesem Sinne reden zu müssen. Also die Generierung einer optimalen Lesbarkeit erstreckt sich über verschiedene Ebenen. Das heißt von der Detailtypografie oder Mikrotypografie über das Layout bis zum gestalterischen Rahmenkonzept. Welche Ebene sind das jetzt? Eine haben wir betrachtet, das ist die Makrotypografie in dem Sinne, wie ich sie jetzt vorgestellt habe. Also der Textkörper in Bezug auf eine segmentierte Seite zu einem Format. Ich will das mal systematisieren, wo ich jetzt hin will. Bedient habe ich mich, also wir kommen einfach in ein terminologisches Problem. Lesbarkeit, und so ist es auch hier immer vorgestellt worden, bezieht sich wirklich auf die Lesbarkeit der Texte. Festgemacht an überprüfbaren mikrotypografischen Kriterien. Wie reden wir denn jetzt davon, wenn wir sagen, eine Seite sei lesbar, passt irgendwie nicht so. Ich habe schon andere Vokabeln benutzt, zugänglich, erschließt sich und so weiter. Also wir kommen ein bisschen in ein terminologisches Problem. Bedient habe ich mich bei dem Autor da unten. Ich habe noch keine für mich stimmige Benennung, deswegen übernehme ich sie von ihm. Aber das zeigt auf alle Fälle, wo die Reise hingeht. Der Christoph Sauer, der Stoff, aus dem die Texte sind, das ist die Typografie, unterscheidet drei Ebenen. Lokal am einen Ende, global am anderen. Mach's mal gleich spannend, in der Mitte habe ich was offen gelassen, das werde ich noch füllen. Es liegt einfach sehr nahe, die mit Mikrotypografie und Makrotypografie zu korrelieren. So, welche Art von Zugang zum Textbild, zur Textgestalt findet jetzt auf diesen Ebenen statt? Die lokale Ebene, die Mikrotypografie, ist die Lesbarkeit. Der Zusammenhang von Lesbarkeit und Verstehbarkeit ist auch hier schon gezeigt worden, liegt völlig auf der Hand. Unten, Makrotypografie, eine Seite wirkt zugänglich. Ich denke, das ist auch deutlich geworden bei den Beispielen, vor allem bei dem Musikbuch, das ist nicht zugänglich. Man irrt da rum, man findet keinen Einstieg, man kommt nicht wieder raus. Andere Beispiele waren da eben halt zugänglich. Wenn Sie an die Beispiele aus dem Biologiebuch denken, alles schön nach einem System aufgebaut, wirkt klar und logisch, sperrt sich nicht, macht Freude, denkt man sich, ja, alles klar hier. Lupen rein, kann eigentlich nicht schwer sein. Also
applizieren wir diese Begriffe hier. Wir haben es auf der makrotypischen Grafebene mit einer Zugänglichkeit zum Textkörper zu tun. Und der Gedankengang ist möglicherweise idealerweise dann auch nachvollziehbar. So, ich habe ja, das wollte ich zeigen, demonstrieren wollen, dass wir Makrotypografie aber auch nicht notwendigerweise brauchen. Beispiel, da wo sie im Hintergrund mitschwingt, trägt sie gar nichts dazu bei. Das ist jetzt meine These. Das, was vonnöten ist, ist eine mittlere Ebene. Die wird von Sauer, das ist die mittlere Untersuchungsebene genannt. Ein anderer Autor nennt das Mesotypografie. Gut, Meso, griechisch zwischen, Mesopotamien, das Land zwischen den Flüssen. Also wäre jetzt hier das Land zwischen, damit sind Euphrat und Tigris gemeint. Also die Mesotypografie wäre jetzt also das Land zwischen Mikro- und Makrotypografie. Und was die leistet, ist also, dass ein Textkörper überschaubar ist. Er sieht gestaffelt aus. Denken Sie wieder an die Beispiele Musikbuch und das danach folgende Gymnasiallehrwerk Deutsch zurück, gestaffelt. Wir haben eine Staffelung von Inhalten, die wir klar erkennen können und die auch erkennen lässt, wie wir durch diese Textblöcke, durch diese Staffelung gehen. So, interessant wird es dann an der Stelle, dass man den verschiedenen Ebenen eben halt typografische Mittel zuordnet. Oben, die hatte ich schon genannt, da geht es halt also um den Schriftentwurf, um die Zurichtung. Unten, Makrotypografie, nach, so wie ich es definieren würde, Gestaltung des Textes in Bezug auf eine Gestaltungsfläche, geht also um Seitenformat, Seitspiegel, Rasteranlage. Und in der Mitte kommt alles das, was wir brauchen, um so eine Seite zu rhythmisieren. Da reden wir also über Textausrichtung, Blocksatz, Flattersatz, Schriftmischung, Absätze, Einrückung, Abstände, typografische Auszeichnung, Hervorhebung, Orientierungshilfen und Nebenordnung. Wenn wir jetzt das Beispiel von Anfang nochmal angucken, das war also mein Vorschlag, wie so ein typografisches Dispositiv eines didaktischen Textes aussehen kann, dann können wir jetzt damit Sinn machen. Wir können also sagen, okay, wir haben hier verschiedene Textfunktionen und die sind jedenfalls exklusiv typografisch eingerichtet. Eine Textfunktion ist eben halt zweispaltig im Flattersatz mit Hinterlegung. Ein anderer Text ist halt einspaltig, Blocksatz mit Einzügen. Es gibt irgendeinen Merksatz, Rahmung, Hinterlegung, Aufgaben mit Zählung, Marginalien, alles da. Das, auf dieser Ebene finden wir also das Instrumentarium, um sagen zu können, warum jetzt die Seiten funktioniert haben, aber nicht. So, was kommt jetzt? Oh, gut, soweit. Ich will dann auch noch mit einem Zitat mal schließen. Wir haben, wenn Sie eine Erinnerung haben, denen ist es nicht gut ergangen, hier wird es erstmal nicht besser. Die Prüfungen waren vorbei, die Schule war vorbei, ich fühlte mich, irgendetwas in mir aufflammte und sich losriss. Doch viel einfacher und angenehmer, als diesem Gefühl nachzuspüren, war es, mit meinen Mitschülern durch die Gegend zu rennen, zu schreien und, jetzt kann ich Frau Hein jetzt nicht ersparen, das Physikbuch zu malträtieren. Wir schrien, rannten und kickten das Physikbuch über den Schulhof. Schließlich schnappte ich mir das Buch, warf es hoch und verpasste ihm einen so gezielten Tritt, dass es auf dem Vordach über dem Schuleingang landete. Auch kein schönes Schicksal, jedenfalls meine ich, das haben Schulbücher nicht verdient. Dankeschön. Jetzt